wirklich nach dem Anschlusstreffer ist nochmal sehr spannend geworden. Es hat leider gleich nicht gelenkt. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es ist schwierig momentan. Ich glaube, wir haben gut angefangen. Die ersten 10 Minuten, nachher bekommen wir aus dem Neuen bekommen wir das Goal. Wir haben Chancen, sind aber zu weit weg vom Gegner erste Halbzeit. Aber nach der zweiten Halbzeit haben wir praktisch alles besser gemacht. Wir haben gegen Ende Match sehr viel riskiert, aber leider Gottes hat es wieder nicht gelangt für einen Sieg, nicht einmal für einen Punkt. Und wir müssen weitermachen, nach vorne schauen. Das 1-0 von Vinti ist ziemlich aus dem Nichts gekommen. Vorher hat er auch unzählige Corner und andere Chancen gehabt. Ist irgendeine Erklärung dafür, wieso es im Moment einfach mit dem Goalschiessen so schwer fällt? Ja, das gibt es so Phasen, wo man sich doppelt so schwer muss erarbeiten, dass man alleine reingeht. Und in so einer ist immer momentan. Im Gegner ist gerade alles aufgegangen. Sie haben aus dem Nichts 2-0 Sonntagsschuss. Und ja, wir haben es probiert, aber es fehlt auch gleich noch etwas. Sonntag geht es los mit dem Cup. Was erwartest du von diesem Spiel? Ja, es ist natürlich eine sehr schwere Aufgabe für uns jetzt sowieso in der Negativspirale, wo wir ein bisschen drin sind nach dem schlechten Saisonstart gegen ein starkes United, das viele ehemalige Spieler hat, die sehr gut können shooten. Und Cup ist immer eine heikle Sache. Wir müssen das zu 100% seriös vorbereiten und dort natürlich eine Runde weiterkommen. Danke, Wim. Merci. Wir diskutieren die heißesten Themen vom Schweizer Fußball mit den wichtigsten Gästen. Die Brock.ch Fußballarena. Jeden Montagabend, 5:30 auf TLM1. Livio Borulli, nach jedem Match hoffe ich, dir endlich positive Fragen stellen zu können. Heute ist es schwieriger denn je. Was lief schief heute? Wir haben sehr gut angefangen. Dann dieses schöne Tor von Mangold. Wir haben noch zwei, drei dicke Chancen gehabt und nichts gemacht. Und dann dieser Sonntagsschuss von Ben Gonder. Ich glaube, er hat auch nicht gewusst, was hat er gemacht, weil er nur so weg den Ball gehauen und so super Tor. Und dann zweite Halbzeit, ich habe probiert, etwas zu umstellen mit drei hinten. Wir haben Druck gemacht, wir haben viele Chancen und 2-1. Und am Ende, ich glaube, hätten wir fast diese 2-2 verdient gehabt. Aber es ist ein Moment, wo alles schief geht. Aber ich hoffe, das kommt, muss schon kommen, weil es ist nicht möglich, dass bei uns geht alles daneben und die anderen, sie machen 2-3 Schüsse und dann sie machen diese wunderschöne Tore. Tabellentechnisch sieht es momentan sehr düster aus. Klar ist nur eine Momentaufnahme, aber was machst du oder was macht ihr, damit sich das wieder ändert? Ja, wir müssen Kopf hoch. Wir müssen wirklich jetzt mal schauen, wo wir müssen besser werden. Es gibt noch viel zu tun, aber wir wissen schon, diese Woche, zum Glück, sie waren alle dabei. Und jetzt langsam, ich hoffe, das werden auch die Resultate etwas besser. Jetzt, wir haben diese schwierige Cup gegen United. Und dann in Schaffhausen, wir müssen unbedingt Punkte holen, 3 Punkte. Sonst wird auch schwierig, weil diese Zuschauer, sie verdienen mehr als Unentschieden oder 2 Niederlagen zu Hause. Sie haben verdient einmal, dass er auch gewinnt. Am Sonntag geht es weiter mit dem Cup. Mit welchem Gefühl gehst du in die Vorbereitung für dieses Spiel? Wir haben nur 2 Tage. Aber wir wissen, das ist kein Spaziergang. Und wir müssen unbedingt gewinnen. Gewinnen ist nur, wir haben alles zu verlieren dort, weil es ist eine unterklassige Mannschaft. Aber mit vielen guten Spielen. Und wir müssen gewinnen. Und dann nach Schaffhausen diese 3 Punkte ohne, wie wir gemacht diese zweite Halbzeit, weil wir haben alles gegeben. Ich muss wirklich ein Kompliment machen für das Engagement für die Jungen. Vielleicht hat etwas gefehlt, aber sonst kann ich nur sagen, bravo für die zweite Halbzeit. Danke, Wilmer.